Okay, Leute, es geht rein. Wir hoffen natürlich auf den neuen Killer. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir irgendwie eine Huntress oder so sehen. Aber nee, ist der neue Killer und wir sind direkt infected. Okay, sehr, sehr, sehr cool. Ich habe noch irgendein Item einfach mitgenommen. Okay. Es dauert ein bisschen lange. Aber das sollte eigentlich auch schneller gehen. Also, soweit ich das jetzt verstehe, kann man es selbst auch öffnen. Aber es öffnet sich eben auch von selbst. Wenn man es selbst macht halt, dann geht es ein bisschen schneller. Wenn man es dem Ganzen selbst überlässt. Oh mein Gott, durch Déjà-vu. Ja, ich habe Déjà-vu mitgenommen. Okay, ich glaube, wir gehen in die nächste Runde rein, oder? Oder wie sieht's aus? Bekomme ich noch einen schönen Chase hin? Okay. Insta-Rescue halt. Okay, what the fuck. Mal gucken. Ja, ist fast auf. Lohnt sich das? Ich hab gesagt, das lohnt sich gerade. Dann gucke ich mal. Ja, das Item ist so ein Extra-Item. Und behält man es danach auch? Was ist damit jetzt? Oh, das ist ja cool. Okay. Und er will mich jetzt wahrscheinlich infekten, oder? Boah, was? Holy shit! Wie brutal! Das ist sein Hypermodus, wo er schneller ist und alles. Ja, guckt. Das ist richtig cool, oh mein Gott! Oh mein Gott, wie scary! Wie scary! Okay, das ist richtig, richtig scary gegen ihn. Und er taucht jetzt wieder auf. Ist wieder im Hypermodus. Boah, ich wollte die Palette vorher droppen. Boah, was? Wie cool! Wie fucking cool! Oh mein Gott, okay. Okay. Holy shit, was? Oioioioioio. Das war schon mal geil. Das Ding ist, wir sind zwar nur zu dritt, aber es juckt ehrlich gesagt auch nie. Nein, bitte, lass mich meinen Perk doch nutzen, danke, Mann. Okay. Ah, man sieht sogar, wenn es offen sind, die MP-Dinger. Man kann auch immer eins dabei haben jetzt, oder? Halt du mich nicht, stimmt. Ja, okay. Scheiß auf. Off the record. Mann. Ich hätte nicht auf the record scheißen sollen, glaube ich. Fuck, Mann. Ah! Aha. Fuck, Mann. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst vor ihm. Kann man während dem Laufen taschen? Ah, okay. Okay, nein, ich habe meinen Firecracker gewastet. Aber ich habe den hier nur mitgenommen, damit ich sehen kann, ob man es eh so als Secondary Item einfach mitnehmen kann. Okay. I see. Ist richtig cool. Ich finde das richtig cool. Ich finde die EMPs auch gar nicht mehr so stark eigentlich. So, weil man halt eh immer neue Pots auch installieren kann. Das finde ich mega cool. Okay, wenn ich jetzt hier. Hier sehe ich den Radius. Ah, das zerstört es auch. Okay. Ich dachte, da wird das EMP nicht zerstört werden. Ich dachte, da wäre es halt nur beschädigt vielleicht oder so. Aber nee, das ist auch. Das gehört nicht so, oder? Oder? Nee, das glaube ich jedenfalls nicht. Okay, what the fuck, Mann, what the fuck. Wir suchen noch einen Chase zu bekommen. Oh mein Gott. Wer aufhebt, auch cool. Mega nice. Yo, ich muss schon sagen. Achso, warte, du bist. Stimmt, du bist ja fast voll geheilt gewesen. Okay. Ich habe noch keinen neuen Perks oder so dabei. Jetzt gucken wir uns alle wann anders an. Aber heute will ich mal rein einfach in den Chase. Nein, der ist nicht hier, der ist nicht hier. Der hat nur sein Teil. Der ist nur in sein Teil reingegangen. Holy shit. Nein, bitte. Bitte! Oh mein Gott, Mann. Bitte halt mich dann sofort. Ich bin so scared. Bitte, du siehst mein Healing Progress, danke. Oh mein Gott. Ah, man sieht es von den Mates auch angezeigt, wenn die. Oh, wie cool. Oh, ich muss sagen, ich bin übelst happy. Ich bin übelst happy über diesen Release bislang. Déjà-vu, muss ich sagen, weiß ich nicht. Ist nett, I guess, ist nett. Aber
Zu stark wird es jetzt, glaube ich, nicht sein. Bisschen mehr Repair Speed haben wir jetzt. Ja. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist besser als zuvor auf jeden Fall. Jetzt holen wir uns noch eine Flashbang. Und stimmt. Können wir zwei Secondary Items mitnehmen? Weil die EMP ist ja ein Secondary Item. Ist die Flashbang dann jetzt ein zweites Secondary Item oder wird das dann als normales Item gesehen? Ja, ich verstehe es noch nicht ganz. Vielleicht gehen wir dann auch noch ins Basement und holen uns da was. Aber mal gucken. Bin ich auf jeden Fall ein bisschen interessiert gerade dran. Vielleicht können wir es auch einfach gar nicht holen wegen der MP gerade. Hm. Werden wir gleich sehen. Ich höre eh auch mit Generator machen schon, bringt doch eh nichts gerade. So. Warte mal. Ich kann nicht. Nee, ich kann nicht. Ich kann es nicht machen, solange ich eine EMP trage. Okay, dann waste ich kurz die EMP. Obwohl, vielleicht kann man es auch droppen. Ah, okay. Ja, man kann es droppen. Oh. Okay. Aber ja, jetzt geht's. Sehr cool. Und man kann also nur ein Secondary Item tragen. Also das wird dann nicht also. Oh mein. Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Nein! Wait! Man hört aber, wenn er reingeht. Der ist gerade da gewesen. Oh fuck, er ist jetzt auch wieder hinter mir. Was? Wo hat er das überhaupt? Ja, er hat auch Brutal Strength jetzt. Na, fuck! Oh mein Gott, es ist so scary! Es ist so scary! Oh mein Gott, oh mein Gott, ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, muss ich sagen. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Ey, was? Wie fucking cool! Wie fucking cool! Boah, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie cool ich das finde. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie fucking cool ich das finde. Ey, ein Killer, der richtig scary ist. Wann hatten wir das letzte Mal? Wann hatten wir das letzte Mal wirklich? Man kann sagen Dredge, aber Dredge fand ich nicht so schlimm eigentlich. Wann? Boah. Der letzte Killer, der richtig scary war. Oni? Ist es wirklich Oni? Kam nach Oni noch irgendein Killer, der scary as fuck war? Also ehrlich, mir würde nichts einfallen. Und ich finde sogar, das könnte eventuell wirklich der scariest Killer sein. Ein ganz fucking DBD. Und was? Ich wollte Bodyblocken, aber er ist einfach durch. Oh mein Gott, ich bin so hyped. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wann ich letztes Mal so hyped war in DBD. Ich weiß nicht, wann ich letztes Mal so hyped war in DBD. Eventuell beim Wesker-Release, aber bei einem P2B? Boah. Das Ding ist, was ich halt gesehen habe, ist, dass man hier unten auch die Bioports hinmachen kann. Also ins Basement hier. Und da bin ich schon wieder so, okay. Weiß nicht. Ich hab so Schiss. Ich hab so viel Schiss gehabt. Ey, aber wirklich, also je mehr ich mit Déjà-vu spiele, desto besser finde ich's. Es ist richtig cool. Ich finde den Buff richtig nice. Flashbang auch nett. Aber bitte, ich will mich doch einfach mal kurz im Gesicht kratzen, Mann. Gönn doch einfach. Aber ich bin so positiv überrascht. Du Idiot, Junge. Hoffentlich geht er dir nach. Danke, Mann. Ich will nur kurz noch meine Flashbang bekommen. Ich will nur kurz die Flashbang bekommen, bitte. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Ich freue mich so drüber, dass ich so Angst habe. Ich freue mich wie ein kleines Kind, ey. Oh mein Gott, der ist da. Nee, lauf, lauf, lauf. Nein! Es ist so scary. Oh, fuck.
Nein, da ist keine Palette. Ah! Fuck, Mann! Ah, die Palette ist hier. Der kann schnell durchvolten. Wo ist er? Lass mich in Ruhe. Nein, ich bin reingewollt. Ich hab so Schiss, Junge. Ich hab so Schiss. Oh mein Gott. Es ist so fucking scary. Es ist so fucking scary. Was? Wie gut. Wie fucking gut. Oh mein, okay. Mega Spaß, mit ihm zu spielen. Mega Spaß, gegen ihn zu spielen. Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, dass irgendein Playstyle von dem Killer abfuckt. Also, ich finde den so gut. Ich finde das so gut. Ich finde das so gut. Was? Wirklich, ich weiß nicht, wann ich letztes Mal so scared war in DBD. War ich schon mal so scared in DBD? Ich weiß es nicht. Ist das der scariest Killer? Mega gut. Mega gut. Mega fucking gut. Ich hab so viel Spaß. Ich hab so viel fucking Spaß gerade. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Und ganz nebenbei, also Déjà-vu Changes, mega cool. Mega cool, muss ich sagen. Wie gesagt, wie vorher auch schon gedacht, wird nicht Meta werden. 6% Repair Boost, trotzdem nett auf jeden Fall zu haben. Dass man die drei Auren sieht von den Generatoren, auch sehr cool. Also ich glaube, man könnte schon so machen, dass so einer in einem Survival Friends Squad Déjà-vu dabei hat. Mega nice, mega nice. Flashbang. Ist auch ein netter Change, dass das jetzt halt ein Secondary Item ist. Finde ich auch cool. Aber am allercoolsten, also wie ein kleines Kind, wirklich, wie ein kleines Kind freue ich mich gerade. Oh mein Gott. Man merkt es übelst, glaube ich, schon, aber ich bin halt, ich habe Bock. Ich werde den P2B auch suchten wie sonst was jetzt noch. Und ja, dann freue ich mich schon, wenn es live kommt, wenn alles, oh mein Gott, boah. Bamboozle wird auf jeden Fall auch sehr gut auf ihm sein. Das ist sein bestes Add-on. Das werden wir jetzt auch im nächsten Video wahrscheinlich direkt testen. Und oh mein Gott, ich freue mich so hart. Ich gehe direkt in die nächste Runde rein. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, ich will...